Vlog von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte eigentlich mit der Kamera filmen, ich habe vergessen, eine Speicherkarte reinzutun. Deswegen ja, filme ich jetzt schon wieder mit der GoPro. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu doll. Wir sind auf jeden Fall jetzt eingeladen bei Enes und Samma zum Essen, zu Iftar. Und Sarah und Dudi sind auch da. Und ich freue mich so sehr, ich habe auch extra wenig gegessen. Nur ein Proteinshake heute, damit ich ordentlich Hunger habe. Und das habe ich jetzt auch. Ja, es ist nur ein Parkplatz suchen und ich bin sehr gespannt, was Enes und Samma gekocht haben, weil die haben es beide uns noch nicht verraten. Weil wir wissen es auch nicht. Hey, willkommen. Wie geht's euch? Seit wann? Aber wir schon wieder mit unseren Kameras. Das ist langsam. Wie geht's euch? Enes und so, die sind nicht da heute, ne? Ja. Habt ihr gekocht? Ja, gekocht. Oder habt ihr gekocht? Nee, mit dem nicht. Es gibt den Milchreis und Nudeln, fertige Nudeln. Sauri, mit dir liegt man, ist so ungewohnt, das steht hier. Es riecht auf jeden Fall schon sehr lecker hier. Soll ich euch direkt was abnehmen? Jacke, Tasche. Hast du die Blumen? Dann willst du jetzt mal meine Jacke. Ein kaltes. Stark, ja. Die hab ich von eBay. Was? Hä? Also wir haben hier zweierlei Reis. Einmal Bulgur-Reis, einmal normalen weißen Reis. Okay. Wir haben eine Linsensuppe. Ja. Dann haben wir hier Taugschischi. Taugschischi, der ist am Brutzeln hier, ne? 6.000 Euro schon verdient. Weißt du, was ich meine? Wenn es nur so schön wäre. Ja. Ne? Geh neben deinen Mann. Noch. Was willst du? Ja. Fabio, du kommst. Die haben unnormal leckeres Essen gemacht. Wir haben gerade schon Suppe gegessen. Das schmeckt gut. Oh. Damals. Das ist aber nicht so very scharf. Delicious. Und ich liebe Gurkensalat, ne? Oh mein Gott, ich freue mich so. Wir können auch beide sehr gut kochen. Die Marke, wo wir nicht Hollister, sondern Abercrombie. Ja. Weiter. And Fitch. Ja. Mark Zuckerberg. Oh, sehr leichte Sachen gerade. Yeah. Facebook? Ja. Und unten ist richtig. Ja. Also so. Ja. Oder da, wo du die Bilder bearbeitest. Kennbar. Nein, das andere, das alte, da gibt's auch. Da kann auch Video bearbeiten. Nein, so PDF-Dateien und so sind auch von das. So PDF-Dateien. Ja, genau. Ja. Ja, und wer ist das jetzt, dieses Programm, wo du die Bilder bearbeitest? Kennbar? Nein, das allgemein Begriff von Bilder bearbeiten. Was machst du, wenn du ein Bild machst? Wie heißt das? Du machst ein? Ein Bild. Wie heißt Bild auf Englisch? Was heißt Bild auf Englisch? Picture. Nein, Foto auf Englisch. Ja, okay, das ist aber schön. Oder also Photoshop, ja, du. Wer sagt das? Sie sagen ihm einfach den Buchstaben von. Was kommt da? Das dürft nicht. Davon hast du immer deine Jeanshosen. Lieber. Ja, die Windeln. Was ist deine Marke? Ach so, Pampers. Ja, Wasser, was total lecker ist. Vollweg. Ja. Darüber gucken wir unser Trash. RTL Plus. Ach, ja, ohne das letzte. Join. Nein, RTL 2. Welle! Landen! Ja! Denken! Oh, Idee haben! Ich hab eine Idee! Entwickeln! Entwickeln! Entwickler! Entwickler! Erfinder! Erfindung! 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 Scheiße! Was ist das? Ja, Erfindung! Scheiße! Du hast es gesagt! Beten und meditieren! Ja! Heute ist so ein richtig weirder Tag. Eigentlich wollten Sarah und ich heute Content machen. Aber wir haben einfach beide unsere Tage bekommen. Und dir geht's richtig schlecht. Bei mir geht's eigentlich immer, aber gerade habe ich doch echt Bauchschmerzen. Das nervt so krass. Jetzt wollen Fabian und ich gleich einkaufen gehen, weil jetzt Feiertage sind und die nächsten Tage alles zu hat. Und mein Auto putzen ist wirklich sehr, sehr nötig. Ja, keine Ahnung, ich fühle mich so beschissen. Ich habe mich gerade geschminkt, um mich besser zu fühlen, aber jetzt fühle ich mich total verkleidet wie ein Clown, weil es gar nicht zu meiner Mut passt. Morgen kommt meine Familie, also meine Mama, Papa, meine Schwester, mein Bruder leider nicht, weil der ist nicht da und meine Omi. Und dann wollten wir hier ein bisschen Kuchen essen und spazieren gehen. Und dann habe ich abends in einem richtig leckeren Restaurant einen Tisch reserviert. Und dann feiern wir jetzt am Ostern. Und mal so nebenbei, die Schuhe habe ich ja neu, habe ich euch ja im letzten Vlog gezeigt. Die sind krank gemütlich, die sind noch gemütlicher als die New Balance. Das hätte ich nicht gedacht. Wir machen gerade unser Auto sauber, unsere kleine Dreckskarre. Es sieht so schön aus. Meine Jacke auch. Was? Oh. Das ist auch gleich eine Müllhalde, glaube ich. So, wir haben jetzt gerade mal sauber gemacht. Quasi macht noch da vorne was sauber. Wir hatten ja eigentlich zwischendurch mal nach einem anderen Auto geguckt. Aber das Angebot haben wir leider nicht bekommen. Wir brauchen dringend ein neues Auto, weil das tut es auch, glaube ich, nicht mehr lange. Das ist echt schwierig. Wir sind am überlegen, ob wir eine Finanzierung oder ein Leasing machen sollen. Wenn wir eine Finanzierung machen, da müssen wir uns auf jeden Fall direkt ein größeres kaufen, weil finanziert wird man über mehrere Jahre. Und ja, dass man schon irgendwann Kinder sitzt, so Eindruck hat, wenn man Kinder haben will. Ja, aber jetzt haben wir erstmal mein kleines Auto hier aufgeräumt. Ich muss nur gleich mal so staubwischen und so. Und dann sieht es wieder ganz sauber aus. Jetzt fahren wir noch in die Waschstraße. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Ich spiele die Musik. Help, please help. Oh mein Gott, ey! Was passiert denn hier jetzt? Du tust
als ob das der Achterbahn war. So fühle ich mich auch. Hello Friends, ich melde mich nochmal. Ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, weil ich habe heute einen Beauty-Termin bei meiner alten Arbeit beim Kosmetikstudio Modern Mona Lisa. Ich habe das letzte Jahr noch gearbeitet, 4 Jahre lang, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich wollte die Mädels mal besuchen und die haben jetzt auch ein neues Gerät. Ich kenne das schon, weil wir wollten das damals eigentlich schon kaufen, aber dann kam Corona, dann hatten wir ja zu und man wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann hat man erstmal nicht diese hohe Investition gemacht. Aber jetzt wird das endlich eingeführt und ich weiß nicht, wie gut das ist, weil wir damals schon mal so Modelle hatten und das ausprobiert haben und so. Deswegen bin ich auch nicht so richtig geschminkt. Ich habe nur so ein bisschen was aufgetan. Aber ja, aber es wird ja eklig wieder abgewaschen, ne? Ich bin jetzt angekommen und ich mache jetzt B-Way. Und die Sari macht bei mir die Behandlung. Ich bin so gespannt. Und es tut zum Glück auch nicht weh. Ne? Sari ist ganz schüchtern. Das ist so komisch jetzt, als Kundin hier zu sein. Was geht, Leute? Was passiert hier? Kamera raus! Hey! Oh, ich stamm diese Maus an. Guck mal, wie fancy, Leute. Boah, das ist so schön warm. Soll ich mal über die Lippen gehen? Ja. Ja? Weil wenige Kosmetikstudios haben B-Way, oder? Also es ist noch nicht so bekannt. Nee, das ist gar nicht so krass. Ich glaube, hier in der Gegend ist so gut wie gar keiner. Krass, da seid ihr voll besonders. Ich bin gerade auf dem Weg zu IKEA mit meiner Mutti und meiner Omi, weil wir wollten nach einem Waschbecken gucken. Das fehlt uns ja noch im kleinen Bad und nach so ein paar Dekosachen, so Lampen und so. Ich habe schon mal ein bisschen im Internet geguckt und ja, wollte mich aber noch inspirieren lassen und ich nehme euch mit. Wir haben uns jetzt ein bisschen die Räume angeguckt. Und bevor wir in die Markthalle gehen, erstmal was snacken. Ganz wichtig, wenn man bei IKEA ist. Ich meine Mutter kenne, nimmt sie eine Waffel. Ich sag's euch. Mama, was nimmst du? Süßes? Ja, ich auch. Sie hat doch keine Waffel genommen, aber dafür ich. So Leute, wir sind jetzt zu Hause. Und das hier ist das Vorher vom Wohnzimmer. Wir haben ganz viele Sachen geholt. Mietje erkundet schon alles. Wir haben einen neuen Teppich. 2 neue Teppiche. Pflanzen, alles drum und dran. Ich zeige es auf jeden Fall, wenn es dann hier soweit ist. Ihr Lieben, wir haben schon den nächsten Tag. Ich muss euch später mal das Wohnzimmer zeigen. Es ist so schön geworden. Ich habe gestern nicht so viel mitgefilmt, weil ich mit meiner Mama und meiner Oma war und so. Ich wollte nicht mit der Kamera die ganze Zeit nerven. Aber ich zeige euch später noch mal alles in Detail. Ich habe jetzt erstmal einen Nageltermin. Die sehen aktuell so aus. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mache. Ich habe noch eine Viertelstunde, um nachzudenken. Und dann fahre ich zu Sarah, weil wir machen heute Content. Das Wetter ist wieder nicht berauschend, aber wir wollten es schon die ganze Woche machen und es hat einfach nicht geklappt, weil es auch geregnet hat. Und ja, deswegen müssen wir es einfach heute machen. Ich bin mittlerweile wieder zurück zu Hause. Sarah hat noch ein bisschen länger gebraucht, deswegen bin ich nochmal nach Hause gefahren. Und ein neues Oberteil von Trend Dior, finde ich richtig cute. Und das sind meine neuen Nägel. Wie findet ihr sie? Cute, oder? So, und jetzt zeige ich euch das Wohnzimmer. So sieht's aus. Das sieht gerade in der Weitwinkelkamera richtig dämlich aus. Auf jeden Fall haben wir den Teppich neu, weil ich wollte ein bisschen Kontrast hier haben. Habe dann passend dazu diese Kissen geholt. Die Decke hat meine Oma so super schön angerichtet. Ich meinte, das hätte sie mal im Möbelhaus so gesehen. Und ja, dann haben wir die Tische neu. Und diese Vase, da hat auch dieser Blumenstrauß super zugepasst. Den hat meine Family mir an Ostern mitgebracht. Und dann haben wir noch diese Pflanze. Die muss ich auch mal gießen. Und diesen Korb, ja, auch schön. Bringt einfach ein bisschen mehr Farbe hier rein. Dann habe ich noch hier einen Teppich. Ignore the mess. Das war der Teppich vorher und der Tisch im Wohnzimmer. Ich weiß ja nicht, was wir damit machen. Und den wollte ich ein bisschen mehr unter das Bett schieben. Und dann haben wir noch diese Lampe hier. Ist jetzt nicht die hochwertigste, die hat nur 25 Euro gekostet. Aber ich finde, die macht halt schönes Licht. Und ja, so fürs Schlafzimmer reicht die völlig aus. Auf jeden Fall kommt Sarah jetzt. Sie sind 5 Minuten da. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Leute, wir sind gerade im Botanischen Garten. Fabian und ich haben heute 5-Jähriges. War hier noch nie, aber es sieht so schön aus. Wow. Was schreibst du? Du bist voll der Romantiker. Haut mal, Leute, das ist richtig schön. Da waren direkt Urlaubsfeelings. Diese komischen, alter Dings. Was ist das? Das ist die Gestöpel da. Gestöpel? Sieht so. Wie können sich Pflanzen entwickeln? Wie kann das so dick werden hier? Krass, ne? Ja, okay, dann muss ich aber auch fragen, wie kann ich so dick werden? Boah, Leute, wir haben uns gerade eine Apfelschorle gegönnt und die ist echt lecker. Boah, eine Apfelschorle, ja. Das sieht cool aus. Das war das erste Mal für uns im Botanischen Garten. Das letzte Mal. Was redest du da? Ich
wollte gerade sagen, dass ich das... Ja, weil du das so betont hast, das war das erste Mal. Ja, aber das fand ich sehr schön. Ich finde, das kann man als machen als Date, oder? Also, wenn du als... Also, wenn du... Ich kann kein Deutsch mehr. Wenn du ein Date hast und das ist dein erstes Date, geh dahin. So quatschen. Das ist ein bisschen kulturell. Man kann über Blumen reden. Oh, wie schön. Man Märchen macht zischen. Ein paar schöne Pics. Man kann sich hinsetzen und was trinken. Kann man machen. Wir haben um 20 Uhr einen Tisch reserviert, aber... Kann man Burger essen gehen? Hey, da kannst du auch Burger essen. Ja, stimmt, glaube ich. Wir haben einen Tisch im Blockhaus reserviert. Wir haben das auch letztes Jahr gemacht, dass wir dann so was Besonderes essen gegangen sind. Aber waren wir bei The Ash. Jetzt wollten wir mal ins Blockhaus, weil das ist noch nicht so lange da. In Köln. Und ja, probieren wir das Ganze mal aus. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir sind jetzt gerade im Blockhaus. Und Vorspeise, Salat und Frisette. Ich habe so Hunger. Ich freue mich so auf die Steak, weil das so was Besonderes ist. Also ich bin froh, dass ich heute nicht so viel gegessen habe, damit es mir richtig gut schmeckt. Wo ist das hier noch unten? Da sind gar keine Zwiebeln, oder? Ja. Doch. Fabi mag eigentlich keine Zwiebeln. Mm. Schmeckt gut? Mhm. Wir kriegen dich da überzeugt. Das Food ist da. Ich habe nur noch 1%. Guck mal, wie klein mein Fleisch ist und wie groß Fabius. Ich filme gerade ganz kurz mit einem Handy. Ich habe hier einfach alles voll gematscht von diesem Ding. Ich muss jetzt immer jeden Tag meinen Spiegel putzen, deswegen steht auch der Glasreiniger hier. Ich bin auf jeden Fall gerade dabei, mein Video zu schneiden. Das, was ihr gerade guckt, und es geht nur 11 Minuten. Das nervt mich. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich viel mehr filmen werde, wenn ich jetzt den anderen Job habe. Aber irgendwie filme ich gerade weniger. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich mich daran gewöhnen, meinen neuen Alltag gewöhnen muss. Und ich weiß auch nicht, mich noch nicht daran gewöhnt habe, daran zu filmen. Es tut mir leid, ich versuche in Zukunft wieder darauf zu achten, mehr zu filmen, weil ich mag keine 11-Minuten-Videos. Meine gehen immer 20, 30 Minuten. Aber ja, das war es auf jeden Fall erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, auch wenn es kurz war, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und kommentiert gerne, was ihr auch im YouTube-Video so sehen wollt. Ich muss irgendwie gerade meinen neuen Rhythmus finden, was ich so zeige, was nicht, was Spaß macht, was mich interessiert und so. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb und habt eine schöne Woche.